Polter. Einmal hier Polter die Stolper, sag ich. Ey. So, wir gehen jetzt hier runter, hier vorne. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht von Fledermäusen weggesnackt werden oder so. Ja, Aska, es geht doch um die Menschen beim Einkaufen. Das hatten wir doch schon mal gesagt. Und Bonnie hat schon wieder Level Up. Moment. Na cool. Und ich hänge hier so ein bisschen in der Spinnenwebe. Die Menschen sind super nett gewesen und haben natürlich nur für dich eine neue Kasse aufgemacht. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Level Up. Level Up, ja. Auf jeden Fall. So, hier, was haben wir hier? Noch mehr Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Sieht sehr schön aus, was du da... Oh mein Gott, nicht runterfallen. Ja, Alex, wir haben festgestellt, dass du ein brutales Stück bist. Das sind hier mal eben schnell, ne? Was abgeschnitten in Kanos. Und Hallöchen, Streifentiger. Und durchgeschnitten und überhaupt. Zack, weg war's. Ich glaube, hier oben ist nichts. Nee. Doch, da hinten. Echt? Geht's da weiter? Spiders. Ach so. Spiders. Lecker, Spinni. Jo. Ach, da ist ja noch eine. Nicht, dass die Kanus mal versehentlich am Pilz naschen hier, wenn die gerade reinbeißen, ne? Gehen sie halt richtig ab heute. Sag's dir. Kurz gucken. So viel Fleisch. Da kann ich nochmal kurz. Jo, auf jeden Fall haben wir dann hier genügend Gammelfleisch. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ja, habe ich auch gerade schon gemacht. So. Eine Wortspielkasse, Iginger. Tatsächlich haben wir keine. Nee, das stimmt. Müssen wir mal, weiß ich nicht. mal einführen, ne? Die gute Wortspielkasse. Wir nennen unsere Spendenbox dann Wortspielkasse. Wortspielkasse? Oh je. das sind wir Hauptspender, glaube ich. Ich glaube auch. Das müssen wir alle anderen bezahlen. um das hier zu ertragen. Sag's dir. Na, oh, da kommt eine Schlange. Haha. Tote Schlange. Level Up. Aua. Was macht denn dein Levelfortschritt eigentlich? Geht voran. Geht voran. Das ist gut. So soll das nämlich, ne? Oh, ey, das dauert so lange. Wirklich beim K.O. Wenn man die levelt, ne? Ey, ätzend. Ja, das ist aber bei allen so. Du kannst ja nichts machen in der Zeit. Ja, also, das ist voll nervig. Man sollte also nicht mitten im Kampf leveln. Ja, das sollte war man eine schlechte abgewöhnen. Idee. Habe ich auch gemerkt. Nee, warte mal, wir müssen das hier hinter. Da ist nämlich ein Airdrops. Oder beziehungsweise Loot Crate. Ist ja kein Airdrop. Glaube auch. Oh, schön aufpassen, dass hier nichts von der Seite kommt, ne? Nö. Dann guck mal rein. Oh, da Moment, kommt was. Erstmal aufräumen. Schlange, sag ich schon. Spinne. Fast das gleiche. Ähnlich. Sehr ähnlich. Da kommt eine Schlange. Zwei. Vier in eine. Ach, die kann ja nichts, die Titanbohr. Ich wäre dafür, dass mal so ein paar Titanbohr-Eier hier rumliegen, ey. Vielleicht finden wir eins, ist die, hä? Ja, es war gerade so ein bisschen laggy. So. Ja, sieht gut aus hier. Nochmal kurz ein bisschen Gammelfleisch. Hier. Erstellen. Hast du schon reingeguckt? Nee, mach ich gleich. Ich muss ja gucken. Okay. Jawohl, eine blaue Spitzhacke. Die brauchen wir ganz besonders. Luis, schau doch einfach mal, was die Kundenbewertungen bei dem großen Versandhändler mit dem A sagen. Und schau dir einfach an, was die schlechtesten Bewertungen sagen. Und dann wirst du schon rausfinden, ob der deinen Ansprüchen genügt oder nicht. Oder ob da irgendwas blöd ist. Es macht immer Sinn, sich die negativsten Bewertungen anzuschauen. Moment. Naja, ich bin hier auch gerade dabei. Ich wollte mal ganz kurz Material für die Fackel holen. Weil hier ist nämlich gerade ein Stein. Boah, ey, Schlangi. Ja, nee, Spinni. Ich kann heute nicht mehr unterscheiden zwischen Schlange und Spinne. Ist schon soweit. Sieht sich ja auch ähnlich. Sieht sich sehr ähnlich hier heute. Und Hallöchen, Ohre. Ja, ich habe jetzt Material für die Fackel gesammelt, ne? Also. Was, für die Fackel? Na, damit wir reparieren können. Ach, cool. Na, ich habe ja nicht mal eine. Boah, und mein Telefon geht mir gerade krass auf die Nerven. Das ist die ganze Zeit am Vibrieren. Und ich weiß nicht, was hier schon wieder los ist. 13 neue Nachrichten. Das muss ich mir jetzt aber nicht durchlesen. Pack es einfach irgendwo weg. Ich habe es jetzt einfach komplett auf lautlos gestellt. So was. Ah, hier ist übrigens die Höhle, wo man rauskommt, wenn man tauchen geht, ne? Ja, hau rein, Clemens. Bis später. Ja, ach, hier, ja. Okay, ja, hier da geht's dann rein. Da kommen wir dann später raus. Okay.
Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz schauen, ob hier ein Loot Crate ist. Normalerweise ist hier ab und zu mal ein Loot Crate drin. Ja, pass aber auf dich auf, ne? Ja, da ist nichts Garstiges drin hier an der Stelle. Ach nee, hier ist ausnahmsweise heute nichts. Hier kämpft da schon wieder irgendwas. Ja, ich höre auch schon wieder was, aber hier ist nichts. Ich sehe nichts. Und ich habe nicht mal eine Fackel. Oder? Doch, ich hab sogar eine grüne Fackel mit. Ja, hallo, die grünen Fackeln. Du weißt, die grünen Fackeln waren ein Geschenk. Ich weiß. Von Nicole. Ja, deswegen. Beziehungsweise von Man. Bewertung auf 4-2 und die negativen Mecker nur, weil sie vorher ein High-End-Bildschirm hat. Naja, dann wird schon passen, also. Ich sag mal so, zum Zocken würde ich persönlich nicht unter 22 Zoll anfangen. Lieber 24 Zoll. Und Hallöchen, Baloo. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Spider-Man, Spider-Man. Wir hoffen, du hattest eine schöne Woche. Und auch einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Wir hängen gerade voll in der Höhle und hier, oh, kommt gerade ein Spinnenpack. Alter, hallo. Also gerade nehme ich ein bisschen XP sammeln. Ja, wir müssen nämlich Mario auf Level 75 bekommen. Oha, jetzt pass aber auf, ne? Ja, die machen nicht viel Schaden, aber das ist halt einfach nur, ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ja, geht doch, ne? Der hat 24, sehr gut, Luis, das klingt gut. Moment. Ich habe einen 24er und einen 22er hier zu stehen. Der 22er ist mir schon zu klein. Das ist irgendwie, naja. Kurz wieder eine Stunde rumstehen beim Leveln. Es heißt Spiderschwein und nicht Spider-Man. Spiderschwein, Spiderschwein. Also lecker Spiderschwein. Spiderschwein auf Toast. Das gute Spiderschwein. Hm. Oh, ist hier noch irgendwas? Kannst ja mal Chris fragen, ob er dir da eine Delikatesse draus macht. Hm, bestimmt kriegt der Chris das hin. Der kriegt das hin, das glaube ich auch. So. Das ist ja ein Mistkäfer hier vorne. Der gute Mistkäfer. Ist ja nicht zum Aushalten. So, erstmal hier leveln. So, so, dann gibt's jetzt hier nochmal Lebenspunkte. Mein Schnuffi ist da. Schnuffi ist am Start? Ja. Dann Raptor männlich 150. Ja, wir haben... Haben wir überhaupt einen Raptor schon? Nee, wir haben noch gar keinen Raptor. Nee, aber brauchen wir einen? Nicht wirklich, nee, ne? Nee, Männchen nicht. Nee. Nee, es ging nur um den... Um Agent Argent. Agent Argent. Schnuffi, falls du das nicht hörst, dann hier. Schnuffi, vielen Dank. Da ist ein Loot Crate. Moment, jetzt muss ich mal ordentlich schreiben, meine Tastatur verprügeln. Naja, das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon. Arc habe ich standardmäßig immer mit dabei. Das steht auf jeden Fall auch mit zur Auswahl. Was für 10 Euro jetzt im Angebot der Tabletop-Simulator oder was? Der war letztens schon im Angebot. Ach krass. Mensch, ärger dich nicht, ja. Mit Facecam. Ha, Mensch, ärger dich nicht mit Facecam. Hm. Einmal Spielbrett irgendwie über den Tisch werfen. Gefühlt. Ja, dann musst du den Monitor werfen in dem Fall. Wie viel Damage hast du denn jetzt schon? Was? Ich habe 611. Ja, was levelst du denn eigentlich die ganze Zeit? Immer? Warum bist du eigentlich schon so angeschlagen? Kannst du mal wieder heilen? Aber? Also ich habe Lebenspunkte gerade und meistens gehe ich nur auf Schaden. Ja, aber du hast ja jetzt gerade schon 4000, also fütter ja, den Kleinen mal. Ja, mache ich. So, wo ist denn das Loot Crate da vorne? Ach, Miscreated ist gerade im Sale für 10 Euro. Okay. Du bist ein Piranha, ja. Dead by Daylight habe ich schon aufgeschrieben, Matthias. Sag mal, Matthias, wie war's denn mit Clemens? Oh mein Gott, wer bist du denn? Hilfe! Oh nee, Mann, pass auf. Warte, wo bist denn du? Wo bist denn du? Bist du im Wasser? Kriegst du es alleine hin? Oh, aua. Hau ab da. Warum ist denn hier, ist denn hier so ein Dings im Wasser? So ein Tausendfüßler. Boah, freche. Da kann man nicht mal in Ruhe in Loot Crate holen gehen, ne? Das ist echt unverschämt. Das Brettspiel! Mensch, ärger dich nicht. Ja, das haben wir tatsächlich auch irgendwo. Ja, in der Spielesammlung. Wir können ja auch Schach spielen. Nee, Schach ist nicht. Schach, dann schön mit der Cam. Geil, ich kann kein Schach. Ja, Hotz habe ich jetzt auch aufgeschrieben. Stimmt, Hotz hatten wir auch lange nicht. Heroes of the Storm, Aska. Weil wir da ja so pro sind. Blueprint for Journeyman. Was ist hier los? Ah, Piranha. Ja, ich würde auch gerne mal wieder Minecraft spielen. Vielleicht müssen wir es einfach mal probieren, ob es jetzt wirklich wieder klappt. Wir haben übrigens den Plan, also mindestens ich habe den Plan, meinen Rechner neu zu machen. Das ist irre, ich will nicht.
Ich wehre mich eigentlich total dagegen, aber der mackt einfach so ein bisschen rum und Marius Rechner macht genau das Gleiche. Wir haben das Gefühl, es macht Sinn, die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zu nutzen, um den Rechner neu zu machen. Hm. Oder schon vorher. Allerdings muss man da ordentlich frustresistent sein. Tolle Idee. Ja, ne? Ja, Minecraft, ich würde halt auch gerne... Oh, wir müssen das mal mit einem Teststream machen, ob das bei mir geht. Zur Not seht ihr meine Ansicht, dann dürft ihr euch aber nicht beschweren, dass ich eigentlich nichts mache. Ne? Also, wenn, dann habt ihr es so gewollt. Falls das zufällig bei mir funktionieren sollte vom Stream her. Aber wir schauen einfach mal. Schach ist langweilig. Ja, wenn wir die Rechner mal neu gemacht haben, geht das vielleicht auch wieder. Das ja, ging am Anfang auch und irgendwann hat es dann halt, gab ein Java-Update und dann war vorbei. Ja. Ja, wir können ja einfach mal gucken, ob es bei dir irgendwie funktioniert und ansonsten bei mir. Wie immer, Aska, was soll das? Das stimmt gar nicht. Jetzt bin ich auch beschäftigt hier. Guck mal, ich mach Spinnen kaputt. Ja, aber wir hatten ja schon gesagt, dass du auch mal deine Ansichten arg zeigen kannst. Einfach korrekt. Damit man sieht, wie du die ganze Zeit rumstehst. Nein, das will halt keiner das ist, sehen. Also man glaubt wirklich nicht, wie... Also anstrengend ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, anstrengend, aber... Anstrengend? Nein, das ist nicht anstrengend. Nein, lass mich da mal ausreden. Also dein Rumstehen ist schon anstrengend. Nein, also ich meine, wie sehr das sich unterscheidet, wenn man mal nicht die Ansicht sieht von demjenigen, der gerade streamt quasi. Also wenn man halt zum Beispiel jetzt Anni sehen würde, das wäre echt entspannend für mich. Aber ja ist klar, es, für dich wäre es tatsächlich halt echt eine ganze Ecke anstrengender, weil man halt natürlich immer irgendwas zeigen muss, was die Leute interessiert, ja. Oder auch einfach nicht, ne? Und wenn man halt mal irgendwie Bock hat zu bauen, dann geht das nicht, wenn fünf Leute sich wieder drüber beschweren, oh, die ganze Zeit bauen. Arsch. Das müssen wir aber machen, wenn wirklich die Hartgesottenen dabei sind, die dann nicht sagen, nee, ich komme nie wieder. Das ist halt wirklich so, also ne, ich würde auch gerne noch jetzt mal ein bisschen weiterbauen am Häuschen, aber ne, habe ich beim letzten Mal ja schon ein bisschen gemacht. Ich werde natürlich noch ein bisschen was bauen, klar, aber... Es gibt halt auch viele, die dann sagen, mach doch mal nicht immer bauen, geh mal irgendwas töten, jetzt geh mal was töten, ja, dann sagen die Leute, so, geh doch mal was bauen. Es ist immer so. Es gibt immer Leute, die es beschweren und das ist halt tatsächlich, wenn man mal nicht die Ansicht zeigen muss, viel, viel entspannter. Ja. Warum ist denn dein Kano eigentlich so angeschlagen, sag mal? Mann, ich weiß nicht. Der ist irgendwie, der kriegt immer so oft Haue hier. Aber ich habe ihn auch noch nicht hochgeheilt. Ja, aber meiner hat noch fast volle Lebenspunkte. Meiner nicht. Vielleicht arbeitet meiner mehr hier. Sag's dir, meiner macht mehr Schaden. Nee. Und also ja, macht mehr Schaden, klar, aber ich meine, er kriegt doch mehr Schaden. Hm. Und da können wir auf jeden Fall gleich noch einen Petri-Sattel bauen. Stimmt, richtig gut, den hast du ja vorhin gefunden. So, jetzt habe ich schon wieder hier über 5300 Lebenspunkte, das ist doch super. So. Ja, es ist halt wirklich so, ne? Man kann es halt einfach nicht jedem recht machen. Wo bist du? Ich stand jetzt hier noch, um mich zu heilen. Wo bist denn du? Ja, weitergelaufen. Hoffentlich in die Richtung. Ja, die einen wollen halt gerne Bauern sehen, die nächsten wollen Kämpfe sehen, die anderen dann wollen, sucht man, keine dann Ahnung, sucht man, alles oder sehen. Dann wartet man, dass irgendwelche Leute in die Gruppe joinen, dann ist es langweilig, nee, hier bist mach du mal gar was. Nicht. Du warst ja gerade, geh mal gerade aus hier. Ja, ich war wieder auf dem Rückweg. Nee, du bist doch, ich hab dich doch gerade gesehen. Na, ich sehe deinen Namen nicht. Ja, komm mal wieder zurück. Du bist ja gerade abgebogen. Es ist übrigens phänomenal, dass hier drinnen regnet. Ja. Dann muss ich wieder hier hin. Ach, da vorne. Ein Herz für Anni, weil ich immer ausgemeckert werde. Danke, Matthias. Ich werde wirklich immer ausgemeckert. Ja, das ist auch... Ich kann das nicht und hier nicht und da trödel ich und hast du nicht. Ja, du trödelst ja auch immer. Aber hey, es wird sich nicht ändern. Das möchte ich mal dazu sagen. Es wird sich einfach nicht verändern. Das kann ja, ich nicht ändern. Wir fangen auch immer regelmäßig unpünktlich wegen Anni an, ne? Also, heute auch wieder. Wegen mir? Kurz vorher noch schnell, oh, ich brauche noch dies und jenes und hast du nicht gesehen. Ja, und dann wollte Arc sich updaten. Ja, ja siehst du? Wie immer. Deswegen startet man das vorher. Punkt. Und noch vier andere Spiele wollten geupdatet werden. So, Schlange. Level up. Wie weit ist denn noch dein Level 75 weg? Ja, dauert noch. Aber wir haben ja dann erstmal Fleisch, da können wir ja einiges an links Narkotics durchfeuern. Ja. Ja, bräuchte man noch so ein Kano oder sowas? Also, noch ein? Links ein Kano, meine ich. Ein Alpha, wollte ich eigentlich ja, sagen. Ja, ein Alpha wäre ganz geil. Ja, oder wir gehen mal nochmal suchen, ob wir irgendwo ein Alpha finden. Oder warte mal. So, wo bist du? Kommst du oder was? Na. Ja, wahrscheinlich kommt gleich Alpha Rex Level 135 Monsterinsel. Ja, super. Dann natürlich nicht. Huch, mein Gott. Wo ist denn eigentlich der Clemens immer? Warum ist der nicht im TS? Er hatte, ach so, na, er hat doch gesagt, er ist erstmal weg. Warum? Hast du vorhin nicht mitgekriegt. Er hat gesagt, er ist erstmal wieder weg. Echt? Ja. Habe ich nicht gesehen.
Ich dachte, Alex war das. Nee, Alex... Alex war einkaufen. Es wäre einkaufen gewesen, genau. Anni streng. Balu, war das Absicht oder war das einfach ein Verschreiber? Das war Absicht, glaube ich. Es ist Anni streng, auf den Chat zu antworten. Ach man. So, kommst du mit, oder? Ach so, ja, warte doch mal. Ich wollte gerade leveln. Dann trinke ich hier einen Schluck Kaffee. Von Anni guckt nur noch das Schwänzchen aus dem Bund. Guck dir das mal an. Da guckt nur noch der Schwanz raus. Hier, guck das an. Da. Mhm. Na gut, ein bisschen mehr als Schwanz von Weitem. Da ist ein bisschen cooler aus. Wahnsinn, ich verstecke mich da irgendwo im Boden. Oh, ey, wer spuckt dir von der Seite? Die Spinnen. Ihr Schweine, wieder. Ich glaube, ich hab auch fast genug vollgeladen. Alex, nein, auf diese Art möchten wir keine Level machen. Das ist ja traurig, ist das. Was? Dass die Spinne durch den Boden kann. Alex meinte, er kann uns Kanu-Babys zum Töten geben. Nee. Lass mal lieber. Stoneheart? Was ist der? Ach so, Stoneheart, doch, das hatten wir uns schon mal angeguckt, ne? Ich schreib's mal ganz kurz auf. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon einige Spiele aufgeschrieben. Mal gucken. Sag mal, ja, mal gucken, ob ich den Sauklau lesen kann. Man kann kein Schwein lesen. Ich kann's lesen. Kannst du mal das nicht schreiben? Schreib doch selber. Ach, hier stehen auch welche. Du hast noch nicht mal deinen Muffin aufgegessen. Nee, das stimmt. Boah. Ich sehe gerade, bei Mario liegt hier noch ein halber Schokomuffin auf dem Teller. Bin das ist aber auch mein neidisch. Halber Schokomuffin. Eigentlich wäre das mein ganzer Schokomuffin gewesen. Du hast gesagt, du möchtest teilen, weil du den ganzen nicht schaffst. Nee, weil ich dich kenne. Ich Nein, weiß, und du hast vorhin gesagt, dir ist dann schlecht. Ja. Du musst ja irgendwie eine Ausrede erfinden, damit du ihn halten isst. Ach Mensch, und Gaming Hanna, danke fürs Folgen. Ich kenne mich Anni und ist dann traurig, wenn ich dann sage, ich habe meinen eigenen Muffin, ja, Anni hat ihn gestern gegessen, meinen eigenen Muffin alleine gegessen. Hm. Dann wäre Anni total traurig. Ja. Dann hätte ich gedacht, okay, ich schaff den nicht, damit ich Anni eine halbe Hälfte antreten kann. Ohne dass es das quasi merkt. Weil sie immer sagt, nein, isst du mal. Es ist deiner. Das sagt er nur einmal. Das sage ich nur einmal. Und wenn du dann nicht widersprichst, dann... Und ich sag dann fünfmal, nein, ich teile gerne mit dir, Schatz. Ja, nett von dir. Ja, ich teile wenigstens. Ich teile auch. So, jetzt sind wir schon wieder draußen. Das war die Höhle? Nee, die ist nicht so lang. Ja, willkommen zurück, Nick. Dein Internet wollte nicht so wie du. Da hast du jetzt dafür was Leckeres gegessen. Ist da vorne ein Biberdamm? Also hier sind auf jeden Fall wieder Biber. Da ist Biberdamm. Na dann, den holen wir mal eben. Jo, den nehmen wir noch mit. Ja, ich habe auch nicht mitgekriegt, dass Nick weg war. So, Biber, komm her. Manchmal treffe ich mit dem Kanu nicht. Geht dir das auch so? Alles eine Sache der Übung, ja. Manchmal klappt das nicht. Vielleicht habe ich deswegen so viel Schaden genommen. Warst du schon gucken jetzt? Nee, aber die Biber machen. Boah, die armen Schweine. Das ist schon bitter, ey, wie die schreien. Na dann. Ja, geh mir doch mal aus der Sonne, Mann, ey. Du rennst jedes Mal in den Weg. Du kannst ja da stehen bleiben, nee. Mit dem Kanu. Du musst ja möglichst nah ran, damit ich auch wieder aufsteigen kann, bevor mich die Biber. Ja, ich leg die Biber hier um. Ja, sagst du. Komm her, Biber. Na, nu. Da kommt einer, siehst du? Haben wir es nämlich schon. Naja, aber die kommen jetzt zu mir hier. Huch, jetzt kommen noch mehr. Das ist ja schön. Biber-Party. Gleich drei hier am Wickel. Nummer eins tot. Oh, hallo. Mein Gott. Ein 140er war das hier gerade. Die arme Sau. Biber, den du gerade umgelegt hast? Ja. Oder? Cool. So. Okay. Die Biber hier auch alle tot. Der Kanu hat mal wieder gelitten. Kennen wir ja schon. Und Mitzi, du magst keinen Kuchen und auch keinen Döner. Ich könnte tatsächlich jeden Tag Döner oder türkische Pizza essen. Da wäre das Leben echt einsam. Ohne Kuchen und Döner. Das stimmt, irgendwie schon. Da hätte man nämlich keine Freunde. So. Da bist du. Kein Biber mehr hier. Ja, aber hier wird es ja noch andere High-Level-Tierchen geben. Ist ja nicht das Problem. Wir haben ja schon so oft welche gefunden. Wir bräuchten halt echt noch so ein Alpha-Raptor. Ja. Also ein Kano würde vielleicht auch gehen. Schade, das hängt halt nicht vom Level ab, aber... Ja, da wollen wir mal wirklich fliegen gehen. Mal gucken. Ob wir irgendwie noch was finden. Weil ich glaube, hier beim Bodenausflug, da wird es schwierig.
Naja, vielleicht finden wir auf dem Rückweg dann irgendwas. Ich sehe dich also schon wieder nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Was denn? Ich stand die ganze Zeit da rum. Bist du noch am See? Ja, natürlich. Ich weiß ja nicht, wo du schon hingerannt bist. Ich guck gerade. Ach, da. Okay. Ja, oder ein Rex oder sowas. Wenn wir hier einen Rex finden, dann wäre es ja auch schon mal was. Ja. Den würden wir auch hinkriegen. Ja, und danke fürs Folgen, Bubmaster. Ach, Quatsch. Wenn der Level 4 Alpha Kano kommt, Alex, dann schaffen die das auch. Sahne aus der Dose geht immer, auch ohne Kuchen. Was macht ihr denn hier draußen, Freunde? Ja, die wollten jetzt mal rauskommen hier. Krass. Voll geil aus hier. Schön lila. Ist das normal, dass die rauskommen? Ab und zu mal kommen, also sind welche draußen. Spinnen gibt es auch ab und zu mal draußen, aber sehr, sehr selten. Aber meist in der Nähe von Höhlen. Krass. Okay. Ach ja. Das ist hier vorne. Achso, das ist der Eingang zum. So neblig hier. Was, der Eingang zu? Nee, da war ein Ruineingang, deswegen war der gerade etwas komisch. Was, mir juckt die Nase? Ja, mir juckt meine Nase gerade. Und da vorne ist ein Bronto. Nicht nur Alprontos. Oh ja. Dann klatschen wir hier noch ein bisschen was um. Komm her, Bronto. Ich mach die platt hier. Hallöchen, extrem. Da kommt so ein kleiner blöder Zombie. Zombie, bei Mario kommt hier in diesem Spiel. Kleiner blöder Kombi an und nagt mir noch am Fuß rum, ne? Ja, aber Zombie war jetzt auch gut. Geil. Spielübergreifend. Ich treffe hier das dumme Insekten nicht. Warum? Was ist denn hier los jetzt? So, hier, mach mal den Bronto kaputt, dann kriegst du die Punkte. Ja, ich mach ja schon. Ist da noch was zum Killen? Ein Para. Naja. Ja, das Schlimme ist ja, so eine Pflanzenfresser bringt ja nichts. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, noch ein paar Lebenspunkte. Die schaden nicht. Oh ja, und das dauert wieder mit dem Kanu hier. Es dauert. Hier ist aber gerade auch. Da vorne ist ein Rex, Mensch. Hat der für ein Level? Kommt der hier bestimmt Level. Weiß ich nicht. Oh, was ist denn hier? Ach, hier sind die ganzen. Hier ist noch ein Kanu. Ja, ich bin gerade beim Rex hier vorne. Okay, dann wollen wir mal gucken. Was hat denn der für ein Level? Das ist bestimmt ein Low-Level-Rex. Level, keine Ahnung, zeigt er dich an hier. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Bist du links dann lang, ne? Nein, rechts lang. Rechts lang beim Bronto? Level 90. Bei den ganzen Brontos? Ja, am See halt. Rechts. Ja. Weiter rechts. Noch weiter rechts. Ah, beim Rexi. Das ist aber ein anderer Rex. Na dann. Der nagt hier auf jeden Fall einiges kaputt. Also ich bin bei diesem da Bogen. Vorne. Ja, da vorne. Ah, hier sind. Hallo, hier ist noch ein anderer Rex. Hä? Oh. Boah, ich hab das Gefühl, ich bin ganz woanders. Höchstwahrscheinlich. Ja, das ist natürlich schlecht, dass ich ganz woanders bin. Ja, wird gar nicht, wenn du wegrennst. Bist du da vorne? Ja, und herzlichen Dank, Baloo, für die Spende für die Wortspielkasse. Dankeschön. Ey, wehe. Jetzt hast du einen gut, auf jeden Fall. Kannst du mehrere gut haben. Ich bin echt bei den Ruinen gelandet. Krass. Ja, aber ich will den jetzt nicht kaputt machen, weil sonst klaue ich dir die Erfahrungspunkte. Das wäre doof. Ey, ihr blöden Stegos, hör mal auf, hier mich wegzuschubsen, sag mal. Warte mal, du bist doch wieder da, oder? Hier sind auch tote Stegos. Bist du da vorne? Nee. Ah. Ja, ich habe leider keine Leuchtraketen mit. Von daher. Ja, das ist sehr schade. Wieso bist du denn auch so woanders? Das wundert mich jetzt. Ey, ich bin nicht weggelaufen. Ja, du bist du nicht warst auf einmal nee, weg. Nee, ich stand rum und bin einfach dann geradeaus weitergelaufen in Richtung Heimat.
kann ich nichts dafür, wenn du mal kurz eine Sekunde nicht hinguckst und schon wieder völlig woanders rauskommst. Hm. Am anderen Ende der Karte. Ja, wirklich. Ist so. Oh, der war 150. Naja, schade drum. Passiert. Ja, keine Ahnung, ob ich dich jemals wiederfinde. Ob wir uns jemals wiederfinden, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht mal, wo ich bin hier. Keine Ahnung. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin irgendwo gelatscht. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Ausdauer. Ich muss erstmal warten. Ja, Remy. Und Hallöchen, Zoss Game. Das ist schön, dass dir gefällt, was wir machen. Dann hoffen wir, dass du noch ganz lange Spaß an unseren Videos und Streams haben wirst. Auch mal kurz ein bisschen füttern, das Bärchenpflaster hier drauf packen. Handsigniert. Balu, ich bin gespannt, was du so in die Wortspielkasse jetzt einbringst. An tollen Wortspielen. Anstrengend hatten wir ja schon, ne? Ja, es ist gerade schon mehr anstrengend, weil anstrengend wieder irgendwo rumgelaufen ist. Ich bin einfach. Nein, Mann. Ja, was weiß ich, wo du die ganze Zeit rumspringst. Hier fällt ein Baum. Ich guck gleich mal auf die Karte und. Ja, jetzt hier geradeaus weiter. Okay. Nehme ich erstmal den Kanu mit hier. Und Hallöchen, Chris. So. Erstmal Stamina hier, sonst wird das nix. Also ich habe ja noch keine Stamina-Probleme gehabt. Ich aber. Ja, da kann eh nichts für. Wie viel Stamina hast du? Ich habe immer noch 1440 oder so. Hm. Ungeskillt. So, also geradeaus weiter hier. An den Ruinen gerade vorbei. Na und das, und wenn du da links rumgehst, kommst du zum Fluss. Und wenn du da am Fluss weiter rechts lang gehst, kommst du in Richtung Base. Okay, und dann... Falls du dich erinnerst, das ist ja, die ich Gegend, weiß, wo das Event war. Ja, ja. Ja, dann weißt du, wo du bist. Nee, aber ich weiß ja nicht, wo du bist, weil ich jetzt... Also du bist jetzt auch hier. Wo ich bin, brauchst du ja nicht wissen, weil bevor du hier ankommst, da ist es zu spät. Nee, ich dachte, du leitest mich jetzt zu dir. Nee. Na, ist ja toll. Das ist ja großartig, dann kann ich hier mein eigenes Ding machen, oder was? Na, du gehst eh wieder verloren. Dann sag mir doch mal, wo du bist. Zeig mir mal ganz kurz deine Karte, bitte. Nee, das hilft dir nicht. Doch. Nein, hilft dir nicht. Wenn du da mal stehen bleibst oder wenn du mal zu mir kommst? Nö, tu ich nicht. Mario ärgert mich, ich sag's euch. Wieso ärgere ich dich? Du verläufst dich doch die ganze Zeit. Was kann ich denn dafür? Du hast ja gar keine Lust, hier überhaupt mich wiederzufinden. Ja, weil du schon wieder verloren bist. Hilflos und allein. Also ich bin wieder am See, ich weiß nicht, wo du bist. Na, ich bin auch... Nee, es ist aber kein See. Ich weiß doch nicht, wo der... Ich weiß es nicht. Ich Du kannst jetzt demnächst mal hier 5 Stunden einfach nur die Gegend abfliegen und dir die Karte einprägen. Ach Mann. Das ist anstrengend. Das sind hier 2 Meter bis zum See. Das ist immer die gleiche Strecke und du verläufst dich auf diesem kurzen Stück. Ich habe kein GPS mit. Du bist ja auch der Rex abgeblieben, sag mal. Naja, dann kill ich den Rex hier alleine ohne dich. Das ist bestimmt der 90er. Ich kann mal gucken. Warte mal, kann ich wirklich gucken? Habe ich mein Fernglas? Ja, habe ich. Mal schauen. Das ist ein Level 10, Rix. Und nicht der 90er. Und Hallöchen, Blaubeere. Herzlich willkommen hier heute zum Samstagstream. Ich bin schon wieder verloren gegangen und Mario hat keine Lust, mich zu suchen oder mir eine Chance zu geben, ihn zu finden. Nee, denn heute ist nicht Ostern. Denn heute ist nicht Ostern, das ist wahr. Und Weihnachten auch noch nicht. Heißt, ich muss hier meinen Weg alleine finden, was absolut schlimm ist. So. Ich kann mich überall verlaufen, möchte ich nur mal sagen. Anni verläuft sich auch auf dem Weg ins Wohnzimmer. Das ist dann nicht steht's auch in meiner Küche und sagt, was wollte ich jetzt eigentlich in der Küche? Das ist nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Das stimmt. Das ist nicht. Wohl total wahr. Das ist nicht wahr. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall Fleisch ohne Ende. Da können wir gleich eine Menge Gammelfleisch draus machen. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, wenn man keinen Orientierungssinn hat. Ihr könnt das gar nicht nachvollziehen. Doch, ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man so orientierungslos sein kann. Das geht. Das geht wirklich. Das geht ohne Probleme. Ich bin eine Überlebenskünstlerin. Ja, irgendwie schon, ne? Also ich gehe ja auch nicht immer drauf. Und hier ist ein schwimmender Kanu. Komm her, Kanu. Komm her. Ich will dich verspeisen. Zumindest aber erstmal umbringen.
Sehr schön. Kanu Level 50. Dumm-di-dumm-di-dumm. Mir fehlen halt wirklich so Wegschilder. Ja, aber du kannst, so viel kannst du ja gar nicht hinstellen, dass du das nutzen könntest, weil da müsste alles voll gepflastert ja, sein. Ja, einmal so eine abgesteckte Strecke. Einmal kurz hier links abgebogen und oh, warte mal, den Torbogen, den sehe ich auch. Bist du an einer völlig anderen Stelle. Ja, hallo, du wirst doch wissen, wie der Fluss aus in Richtung Heimat kommt. Ich wollte nicht nach Hause, ich wollte dich einfach suchen. Ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Hm. Ich dachte, wir gehen noch ein bisschen jagen, weil du bist ja noch gar nicht so weit hier. Ich bin jetzt hier fast vollgeladen mit dem Kanu. Ich muss mal ganz Zeug raushauen. Na gut. Geht weg, ihr blöden Viecher. Und Hallöchen Thais. Und Hallöchen Zynex on Fire. Herzlich willkommen hier heute. Ha, Mario ist da. Ich seh's. Ich seh's. Guck mal, als ob ich gar nicht weg war. Du bist die ganze Zeit weg. Nein. War ich nicht. Ja, pass auf, einmal kurz auf den Chat gucken, dann verstecke ich mich und bist wieder weg. No. Ich sag euch, Mario ärgert mich heute nur. Wieso denn ich? Wie kann man sich denn verlaufen um 2 Metern, ey? Es geht. Du stehst neben mir und dann auf einmal... Bist du weg? Wo bist du denn schon hin? Dann sag ich jeder, hallo, ich bin immer noch an der gleichen Stelle. Anni fliegt ja schon wieder durch die Luft. Was? Oh. So. Wir stellen jetzt mal Gammelfleisch her.